Guten Morgen aus dem Interregio 2668 Vogtland. Wir steigen ein in unsere Baureihe 101. Wir haben leider nicht so viel Zeit zum Aufrüsten etc. etc. Daher alles mal ganz schnell im Schnelldurchlauf. Alles andere dann gleich dazu. So, Sicherungssysteme machen wir uns an. Das passt alles. Spitzensignale. Wir sollen nämlich pünktlich um 27 abfahren. Dann machen wir uns hier mal die AFB an. Gehen mal hoch auf die 40. So, 26 haben wir schon. Die Türen können wir schon mal zumachen. Zugbeleuchtung machen wir an. Schließvorgang eingeleitet. Nicht. Spitzensignale, Signalbeleuchtung. Das passt. Na, lassen wir erstmal aus. Wobei wir haben prinzipiell gutes Wetter. Okay. Gut, dann können wir noch ganz schnell etwas machen, nämlich einmal den Hauptschalter raus, Stromabnehmer runter und schnell mal den Stromabnehmer noch auf den vorderen gewechselt. Ich weiß, bestimmt auch nicht gerade realistisch, aber sei es drum, Stromabnehmer hoch, ist oben und Hauptschalter hinterher. Jawohl. Und wenn alles passt, dann müssten wir jetzt gleich abfahren können. Nämlich jetzt. Also, wir sind heute im Interregio-Zugdienst unterwegs mit der Baureihe 101, Lokomotive 080-0. Fahren den Interregio 2668 Vogtland von Dresden nach Karlsruhe über Hof, Nürnberg und Aalen. Und diesen übernehmen wir auf der Strecke zwischen Chemnitz und Dresden, beziehungsweise andersrum Dresden und Chemnitz. Auf der Taranta-Rampe sind wir da unterwegs. Zugbeeinflussung, Zugbeeinflussung, Zugbeeinflussung. Und das Ganze machen wir im 101er Sandwich. Daher habe ich auch hier bei unserer Lok zumindest hier vorne noch auf den vorderen Stromabnehmer gewechselt. Ne? Damit der Abstand zwischen dem Stromabnehmer dieser Lok und dem Stromabnehmer der ersten Lok möglichst groß ist. Wobei das jetzt auch nicht der Fall ist, weil ich hätte natürlich in der hinteren Lok durchaus die durchaus den. Huch, was schiebt denn hier so rum? Eieiei. Seht ihr das? Diese Leistungs. Schübe. Interessant. Das Szenario ist von Tom Fresco. Link dazu in der Videobeschreibung. Die Repaints oder das Repaint der Interregio-Wagen ist auch in der Szenario-Beschreibung mit drin. Und auch in der Videobeschreibung. Ah, ich, doch ein bisschen dunkel hier. Machen wir uns mal. Nee, aber so. Stellen wir uns mal hier vorne hin. Na, vielleicht hier. Dann sehen wir den Zug in Gänze als Interregio unterwegs. Das Ganze wird ein etwas längeres Video werden. Ihr seht es ja schon in der Dauer des Videos. Vermutlich eine Stunde 20 Pi mal Daumen, wenn das Ganze ohne Zwangsbremsung vonstatten geht. Aber wie ihr wisst,
ist das bei mir relativ selten der Fall, dass das Ganze ohne Zwangsbremsung klappt. Daher sputen wir uns mal, geben mal ein bisschen Leistung dazu. Wir wollen ja jetzt nicht allzu lange herumdaddeln. Unser nächster Halt ist dann Freiberg-Sachs. Und danach halten wir in Chemnitz. Wir sind natürlich etwas langsamer unterwegs als die Baureihe 612, weil wir keine Neigetechnik hier haben. Aber ich dachte mir, es wäre mal cool, einen Nicht-Neigetechnik-Zug auf dieser Strecke zu fahren. Haben wir bisher noch nicht gemacht. Und dieses Szenario ist dann natürlich perfekt für... Wir erwarten übrigens auch keine grüne Welle, also der Fahrdienstleiter hat uns schon gesagt, während wir gerade an Chemnitz-Plauen vorbeifahren, der Fahrdienstleiter hat uns schon gesagt, dass hier ordentlich was los ist. In diesen frühsommerlichen Morgenstunden. Und das Ganze ist übrigens nach dem Originalfahrplan aus dem Jahre 1999 entnommen, während wir ab hier 80 fahren dürfen. Nimm mal kurz den Leistungshebel schon mal raus. Mit der AFB hoch auf die 80 und ein bisschen Leistung. Und ab hier sind es dann 100. Schön. Was ist das? Das sieht ja mal cool aus. Ist das eine Autobahn? Nee. Doch. Das ist bestimmt eine Autobahn. Sieht aber auf jeden Fall sehr, sehr faszinierend aus. Können da leider nicht hoch mit der Kamera. Bleiben auch mal besser hier in der Lok. Ist das für uns? Nein, gut. Ich dachte ganz kurz, das Signal ist für uns. Da kommt uns schon ein Kollege entgegen. 143. Und ab hier dürfen wir dann 110 fahren. Leistung raus. 110 auf die AFB. Und jetzt langsam schon mal Leistung rein. Und jetzt, genau, jetzt sind wir schon dran vorbei. Und können die 110 fahren. Ja, also das Szenario ist gesettet im Jahre 1999. Wir fahren den Interregio 2668. Das Ganze nach realem Fahrplan mehr oder weniger. Gut, in Dresden ist der Interregio selbst tatsächlich um 7.25 Uhr gestartet und nicht um 7.27 Uhr, aber sei es drum. In der Regel ist dieser Interregio tatsächlich allerdings. Kommt es mir nur so vor oder wackelt die Lok? Irgendwie wackelt die mehr als sonst, wobei, vielleicht bilde ich mir das nur ein. Also in der Regel ist tatsächlich dieser Interregio eher selten mit einer Baureihe 101 gefahren, zumindest im Fahrplan Jahr 1999. Meistens wurden diese Leistungen mit Loks der Baureihe 103 oder 120
oder Loks der Baureihe 120 dargeboten. Ich habe jetzt gerade gerade ein bisschen abgelenkt hier von dem Zug da links, von der 143 und dem RE. Mal gucken, ob wir den da in irgendeiner Form... Das ist aber ein schönes Bild, ne? Und die Ankündigung auf 100. Nehmen wir mal die E-Bremse schön rein. Das ist aber echt schön. Also Hut ab. Da allein daran kann ich schon sagen, erkennen, das Szenario ist top. Wow. Wir haben allerdings, glaube ich, halt zu erwarten. Daher schnell auf unter 80. Schade, dass wir jetzt den Zug vorbeiziehen lassen müssen. Das war jetzt echt cool. Diese Parallelfahrt hatte ich so eher hat man eher selten. So, 120 dürfen wir theoretisch fahren. Ja. Türfreigabe. Was kommt uns da entgegen? Eine Foslo G6. Herrlich, mit verschiedenen Repaints. Also ich habe mich gefragt, warum wir die ganze Zeit langsamer werden. Ich habe noch die E-Bremse angezogen. Okay, Signal ist eh noch rot, aber ein bisschen können wir schon noch beschleunigen, bevor wir jetzt zu lange unter 10 km/h sind und... Ja, wobei, ja. Ja, bleiben wir hier bei der Fahrmotoransicht. Die finde ich ganz nett. Ah, sehr gut. Wir haben tatsächlich Halt zu erwarten und nicht mehr Halt. Aber ganz wichtig, wir dürfen nicht schneller fahren als 40, sonst gibt es nur Zwangse. Und das ist die Ankündigung auf 90. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Und nach wie vor Halt zu erwarten. Wird natürlich bestätigt. 1000 Hertz Leuchtmelder geht an. Also das Szenario hat ja schon mal top angefangen. Da bin ich natürlich sehr gespannt, was uns dann noch so erwartet. So, und das Signal ist tatsächlich umgesprungen. Also warten wir mal, bis der 1000 Hertz vielleicht mal da ausgeht.
Und die Ankündigung auf 60 wird natürlich auch bestätigt. Zugbeeinflussung. So, ups, falsche Taste. Okay, was ist da los? Das ist schon wieder hier TSW mit dem Motion Blur. Da gibt es manchmal etwas komische Eigenheiten. Das sieht dann immer so ein bisschen so aus, als wenn der Zug praktisch sich in eine andere Dimension hineinbeamen würde. Das ist natürlich nicht der Fall. Und ab hier vorne gleich gelten die 60. Schön, ist das eine Burgruine? Krass. Ah, wir werden aufs Gegengleis umgeleitet. Ja, die etwas komischen Licht- und Sichtverhältnisse im TSW, ne? Es ist halt Sommer, wobei ich eigentlich meine Oktober eingestellt zu haben, aber whatever. Offensichtlich ist es Sommer, aber wir können halt leider nicht besonders viel sehen. Daher habe ich auch das Fernlicht eingeschaltet, damit wir wenigstens ein bisschen was sehen können. Und wieder hinein in die Dunkelheit. Oh, oh, oh. Das war ein bisschen zu viel Leistung. Da hatten wir gerade Radschlupf gehört und gesehen. Und die Ankündigung auf 70. Das machen wir einfach mal mit der AFB. Bisschen mehr Leistung, es geht ordentlich bergauf. Müssen wir gucken, weil wir jetzt, dass wir jetzt hier mal die Rampe hochkommen. Befreien uns mal wieder. Also es war auf jeden Fall ziemlich viel PZB-Action angekündigt, dementsprechend kam ja auch viel PZB-Action. Ich finde es nur gerade ein bisschen schade, dass ich diese Lichtverhältnisse hier ausgewählt habe. Das wird beim nächsten Mal hoffentlich dann nicht so eine gefühlt so eine Art Nachtfahrt werden. Aber unabhängig davon sieht ja trotzdem sehr schön aus. Außerdem kann man ja nach wie vor argumentieren, dass es halt hier sehr bewaldet ist und wir hier in solchen Gebieten sind, wo dank der Hügellandschaft ja ziemlich viele Schatten auch kommen. Ja, immerhin sind wir ja gerade im Schatten und jetzt sind wir in der Sonne. Und jetzt sind wir im Tunnel. Offensichtlich. Und in den Tunnel sind wir genauso schnell wieder rausgefahren. Aus dem Tunnel sind wir genauso schnell wieder rausgefahren, wie wir in ihn reingefahren sind. Kilometer 18,4 sind wir jetzt gerade.
Ich habe noch keine Mod gesehen für die Baureihe 101, dass im Ibuna-Display da irgendein Fahrplan angezeigt wird. Das wäre natürlich cool, wenn das auch noch irgendwie mal von irgendwem kommen würde. Gibt es ja die ein oder anderen Mods für beispielsweise die Fahrzeuge aus Rosig Nord oder Main-Spessart-Bahn. Da gibt es ja durchaus diese Ibuna-Fahrpläne, die man da reinladen kann. Die sind zwar in diesem Sinne nicht realistisch, was das angeht, sondern sind halt einfach nur statische Fahrpläne. Das ist ja in echt ein bisschen anders. Da steckt ja ein bisschen mehr dahinter als einfach nur die Kilometrierung und die Station. So, 90 habe ich hier. Gehen mit der Leistung ein bisschen zurück. Und jetzt gehen wir hoch auf die 90. Ich will jetzt nämlich nicht zu viel Leistung auf einmal aufschalten, während wir hier den Berg hochfahren, weil wir ansonsten vermutlich wieder ziemlich schnell ins Schleudern kommen. Aber jetzt gehen wir mal hoch auf die 50 Kilonewton pro Fahrmotor. So, jetzt in etwa sind, haben wir die erreicht. Ja, nicht ganz. Aber jetzt. So, und jetzt sind wir, ja, wir sind in diesem Makroschlupfbereich. Da ist er. Ja, dann sind es heute eher nur so 45, was bergauf angeht. Noch 16 Kilometer, also noch 16 Kilometer Luftlinie bis Freiberg in Sachsen, einem Bundesland, in dem ich noch nie war, leider. Würde ich sehr gerne. Ich glaube, das Bundesland ist landschaftlich sehr, sehr heterogen. Wenn auch nicht gesellschaftspolitisch heterogen, aber das ist was anderes. Aber landschaftstechnisch hat, glaube ich, Sachsen extremst viel zu bieten. So 80er-Ankündigung. War jetzt kein Magnet verbaut, aber ich habe es trotzdem bestätigt. Und wir gehen auf die 80. Ey, ich hätte gar nicht abschalten dürfen bei diesen Steigungen. Das finde ich krass, immer die Stelle, wenn man nicht immer vor sich her summt, wie es hier hoch und wieder runter geht und so. Das haben wir zwar bei Rhein-Ruhr-Osten auch. Das Problem ist nur, bei Rhein-Ruhr-Osten war es mehr oder weniger schlechter Streckenbau und hier ist das realistischer, dementsprechend guter Streckenbau. Ja. Habe mal die Leistung weggenommen, damit wir uns rollen lassen. Und jetzt wieder Leistung dazu. Das ist der Wahnsinn, ne? Was man im TSW so für Möglichkeiten hat. Das habe ich schon bei dem Eurocity-Video erwähnt. Erwähne ich hier auch gerne nochmal. Das ist schon mittlerweile sehr, sehr abwechslungsreich. Zumindest wenn man auf dem PC spielt. Bei der Konsole ist das natürlich was anderes. Aber wir bleiben mal hier beim PC, weil ich ja am PC bin. Ja, also wir sind hier nach wie vor in der grünen Welle unterwegs. Mal gucken, ob sich das noch ändern wird. Ob wir noch mehr rote Signale vorgesetzt bekommen. Mal schauen. So, noch ein bisschen Leistung mit dazu. Aber hier sind es dann 90. Das war schon wieder zu viel. Ja, ich schalte ab, ich schalte ab. So. Jetzt habe ich einmal ganz kurz auf die Landschaft geguckt und nicht aufs Signal, aber das war wohl nichts zu bestätigen.
Mal schauen, ob wir gleich wieder aufs Regelgleis geleitet werden. Nee, wir sind immer noch hier links unterwegs. Warum auch immer. Aber das scheint wohl einen Grund zu haben. Achso, ich glaube, es gibt irgendwo einen... Gibt es da irgendwo einen ausgefallenen Zug? Vielleicht gibt es irgendwo auf der Strecke einen Zug, an der liegen geblieben ist. Während wir hier vorbeidonnern an... Klingenberg, Kolmnitz. Und hoch auf die 120. Bahnübergang. Ohne Schranke. Ja, da hat DTG bei einigen Bahnübergängen hier die Schranken vergessen. Das wundert mich ein bisschen, weil die das eigentlich ganz gut drauf haben. Aber... Ja, alles halt hier sehr, sehr landschaftlich geprägt. Natürlich nicht besonders urban. Die einzigen urbanen Zentren auf dieser Strecke sind Dresden und Chemnitz. Chemnitz ist allerdings offensichtlich für die Bahn nicht urban genug, dass Fernverkehr da heute noch hält. Was natürlich sehr, sehr bedrückend ist für die ganzen Chemnitzerinnen und Chemnitzer. Oh, wir müssen mal schneller runter mit der Geschwindigkeit. So, erstmal die Ankündigung auf 60. Genau. So, was haben wir hier? Aha, das ist auf jeden Fall in irgendeiner Form irgendetwas, was hier liegen geblieben ist, oder? Hier die 363er, es hakelt ein bisschen rum und hier ein Lokzug. Also. Wir dürfen aber in jedem Falle jetzt schon wieder 100 fahren, laut hat. Ah, jetzt geht's rüber. Ah, schau an. Also, wir sind tatsächlich dahingehend liegen geblieben, beziehungsweise wir sind nicht liegen geblieben, glücklicherweise, sondern. Hier an dem Bahnhof ist irgendeiner dieser beiden Züge offensichtlich liegen geblieben. Dementsprechend sind wir jetzt die ganze Zeit links unterwegs gewesen. Ab hier 90. Genau, dementsprechend waren wir jetzt auf dem linken Gleis unterwegs. Und jetzt sind wir wieder im Regelgleis. Auch mal wieder schön nach längerem in der 101. Nachdem jetzt doch einiges an Regionalverkehr war, mal wieder am Fernverkehr. Ja gut, okay, das EuroCity-Video ist jetzt auch nicht lange her. In der 182, aber in der 101 selbst saßen wir schon länger nicht. Wäre natürlich jetzt schön, wenn doch mal langsam der Steuerwagen käme, oder?
fände ich zumindest jetzt eigentlich mal ganz angebracht, muss ich sagen. Der würde ja auch super zu dieser Zugkomposition passen, ne? Der Steuerwagen hier in diesen, ups, in diesen Interregio-Farben. Statt dass wir da hinten die Schublok haben. Aber mal schauen. Ich weiß auf jeden Fall, dass DTG in einigen Streams erwähnt hat, dass die tatsächlich jetzt mittlerweile das Referenzmaterial haben für den Steuerwagen. Ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken. Genau, also dass die damals, als sie die 101 rausgebracht haben, eben nicht das Referenzmaterial hatten für den Steuerwagen, mittlerweile aber schon. Was allerdings nicht bedeutet, dass der Steuerwagen kommen wird. Das wurde mit keinem Wort gesagt. Nur, dass wir jetzt erstmal die Ankündigung auf 70 haben, während die 155 an uns vorbeifährt. Genau, also dass DTG das Referenzmaterial jetzt besitzt für den Steuerwagen, das theoretisch nötig wäre, um ihn zu machen. Ich gehe mal davon aus, das sind irgendwelche technischen Zeichnungen, das sind vor allen Dingen Audioaufnahmen, wobei die jetzt sich nicht allzu sehr, zumindest was außen angeht, von den Intercity-Wagen unterscheiden. Da werden wir mal kurz hinhören. Werden von außen die gleichen Geräusche sein. Allerdings ist es, glaube ich, doch noch mal ein Unterschied, wenn man dann im Führerstand sitzt. Zugbeeinflussung. Mit dem ganzen, ja, mit diesen ganzen Bremsgeräuschen und so, wobei auch die jetzt nicht allzu unterschiedlich sein sollten. Ich glaube, es gibt tatsächlich. Ich weiß nicht, was genau denen an Referenzmaterial gefehlt hat, ehrlicherweise. Ich kann mir da nicht wirklich irgendwas ausmachen. Auf jeden Fall, jetzt haben sie es. Es besteht also die Möglichkeit, dass irgendwann wohl tatsächlich eine 101 kommt. Quatsch, ein Steuerwagen kommt, ein Intercity-Steuerwagen kommt. Ob das wirklich der Fall sein wird, weiß ich nicht, aber ich gehe mal davon aus, irgendwann werden wir den auch noch fahren. Und ich halte es für nicht unwahrscheinlich, dass das Ganze allerdings dann nicht mit einer 101 kommt, sondern vielleicht sogar mit einer 120. Eine 103 glaube ich nicht, zumal glaube ich 103 und Steuerwagen nie wirklich zusammengefahren sind, glaube ich zumindest. Also ich kann mich jetzt ad hoc nicht erinnern, das jemand schon mal irgendwie auf Bildern gesehen zu haben. Aber vielleicht, aber es muss natürlich nicht stimmen. Sehr schön, oder? Oh. Ah, schau an, der Interregio-Kollege. Genau, also ich denke schon, dass irgendwann mal die 120 kommen wird. Zumal ja auch die DTG die 120 für den Train Simulator ja schon mal gebaut hat. Was nicht zwangsweise auch was heißen muss, denn qualitativ sind die Fahrzeuge im TSW viel höher als die im Train Simulator, zumindest was die DTG-Fahrzeuge angeht. Aber nichtsdestotrotz, 120, ich denke schon, dass die kommen wird und die wird dann vermutlich diesen Steuerwagen haben, genauso wie auch zum Beispiel ein Bordrestaurant, Bordcafé fehlt uns ja auch. Das wäre natürlich ganz cool, wenn wir diese schönen Interregio-Bordrestaurants bekommen würden, die mit diesen runden Tischen und so, die sehen ja ziemlich ulkig aus. Generell vielleicht die unmodernisierten erste und zweite Klasse Abteil und Großraumwagen wäre natürlich eine Idee. Es gibt ja unzählige Bauarten an Intercity-Wagen. Das wäre natürlich super interessant, mal zu sehen, was da noch so theoretisch kommen könnte. Ich denke auf jeden Fall, da wird noch irgendetwas kommen, weil es Sinn ergibt.
denke ich mal. Je nach Strecke natürlich. Es kommt natürlich auf die Strecke an. Also für Dresden-Chemnitz hätte sich das dementsprechend nicht angeboten, da jetzt nur 120 und ein Interregio oder sowas zu bieten, weil die Strecke selbst im Jahre 2012 gesettet ist. Und da fuhr nicht mehr so etwas hier, glaube ich zumindest. Zumindest kein Interregio. Zugbeeinflussung. So. 500 Hertz Magnet. Vorsignalwiederholer. Muss nicht bestätigt werden. Und da vorne haben wir ein rotes Signal, an das wir ganz langsam ranrollen. Und wir halten. Sehr gut, die AFB legt auch direkt hier die Bremse an, haben wir jetzt gerade gesehen. Okay, wir müssen wohl warten, weil in Freiberg da irgendjemand offensichtlich Vorfahrt hat. Daher gucken wir uns hier einmal ein bisschen um, gucken uns nochmal den Zug an, in Gänze. Hier unser Intercity-Wagen von, ja gut, DB Fernverkehr AG stimmt, glaube ich, nicht in diesem Sinne. Oder? Weil zu Zeiten der Interregio DB Fernverkehr AG gab es die schon. Weiß ich gar nicht. 200 km/h dürfen wir fahren in so einem unsere AVMMZ-Wagen. Ist natürlich ein bisschen anachronistisch, ne, weil dieses Interieur mit dieser Außenlackierung jetzt nicht zusammenpasst, aber das Interieur können wir natürlich nicht ändern, was Repaints angeht. Ne, erste Klasse Wagen hier, nicht Raucher. Und hier vorne die zweite Klasse Wagen. Auch die auf 200 km/h zugelassen. Gehen wir mal gucken. Huch, wir sind ja nicht mehr weit weg von Freiberg. Was uns da hier den Weg blockiert. Ah, ich sehe es schon. Der Kollege im Dosto. Mit der 204. Aha. Interessant. Ohne Passagiere scheint also kein Personenzug in diesem Sinne zu sein. Das Problem ist, dass er auch auf Fahrt wartet. Was haben wir noch hier rumstehen? Da haben wir aber einen RE. Und hier vorne die 185 von Railpool, die mitgeliefert wird hier. Wir gucken auf die Karte. Das ist natürlich etwas problematisch. Also hier ist besagter 204. Die müsste doch theoretisch bis hierhin fahren können, oder nicht? Interessant auf jeden Fall dieser Routenzweig hier, der ins Nichts verläuft. Was ist das? Das ist, glaube ich, ein Bahnübergang. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Nichtraucherzeichen. Das ist ein Bahnhof. Okay. Die Frage ist, auf wen warten wir? Wer muss zuerst ausfahren? Du vielleicht. Vielleicht wartet nämlich hier die... Ah, schau an.
Schau an. So, dann müssten wir gleich eigentlich die... Ja. So, nicht schneller als 25, solange der 500 Hertz Leuchtmelder an ist. Wir sollen in Freiberg Sachs um 8.07 Uhr sein und haben noch genau eine Minute Zeit. Heißt also, wir sind perfekt im Fahrplan. Also war das tatsächlich ein planmäßiger Halt. Da waren wir jetzt schon wieder im Superschlupfbereich. Wie heißt das? Superschlupf? Makroschlupf? Zugbeeinflussung. Okay, 500 Hertz Leuchtmagnet ist aus. Ja. Also das Szenario hat auf jeden Fall schon echt viel zu bieten, muss man mal sagen. Da auf jeden Fall Chapeau, Hut ab. Ja gut, okay, wir sind jetzt mit ungefähr einer Minute Verspätung fahren wir jetzt hier rein. Ich bin jetzt auch irrsinnig langsam hier reingefahren, warum nicht nur mit 40 hier reingefahren? Passen wir überhaupt komplett hier rein? Wir müssen auf jeden Fall ganz nah am Signal halten. Und nicht vergessen, wir haben ja noch den 500 Hertz den 500 Hertz Magneten vor der Nase. Ich gehe mal mit der Lok ein kleines bisschen über den Bahnsteig hinaus. Beziehungsweise ich fahre mit der darüber hinaus. Okay, und wir machen die Türen rechts auf. Wann sollen wir abfahren laut Fahrplan? Abfahrt ist um 8.10 Uhr. Okay, dann haben wir ein bisschen Zeit. Gucken wir uns einmal ganz kurz hier in unseren Wagen um. Ja, ich habe das Licht nicht angemacht. Schande, auf jeden Fall hier. Das passt, sieht doch ganz gut aus. Ah, hier in der Dunkelheit. Es ist eh draußen hell. Wer braucht denn da schon Licht? Okay, Signal ist grün. Dann setzen wir uns. Vorgang eingeleitet. Okay. Okay. 8.10 Uhr, wir fahren weiter. Und in ziemlich nur einer halben Stunde sind wir dann in Chemnitz. So, 500 Hertz
Magnet, von daher nicht schneller als 25. Sind aber auch heute lang unterwegs. Aber nicht der Snowpiercer, oder? Kleine Netflix-Empfehlung übrigens. Snowpiercer. Warum ist der Leuchtmelder da nicht aus? Zugbeeinflussung. Der hätte doch jetzt ausgehen müssen, oder nicht? Warum ist er denn noch an? Geh weg! Weggesagt. Zugbeeinflussung. Hier 612er. Ja, auf der Strecke gibt es tatsächlich ein paar Betriebswerke. Ich glaube, zwei oder drei Drehscheiben, beziehungsweise Ringlokschuppen, an denen wir hier insgesamt vorbeifahren. In Dresden auf jeden Fall eine, mindestens eine. Ein Ringlokschuppen. Oder zwei sogar. Und in der Nähe von Chemnitz ist auf jeden Fall auch mindestens ein Ringlokschuppen. Und da sind unter anderem Dampflokomotiven geparkt. Und das bringt mich natürlich zu dem Thema Dampfloks. Und unweigerlich dazu, es nochmals erwähnen, der Spirit of Stream, of Stream, nee, Spirit of Steam. Mit den ersten Dampfloks, die wir in den TSW, die wir im TSW fahren dürfen. Zwei britische Dampfloks, ne, die 8F und die 6B. Die LMS Jubilee Class und die 8F Freight Steam Loco. Und das führt dann unweigerlich zur Frage, wie sieht es aus mit deutschen Dampfloks? Frage ist natürlich andererseits, bekommen wir eine komplett historische Strecke, wie jetzt die britische Strecke, die im Jahre 1959 gesettet ist, bekommen wir auch eine deutsche historische Strecke, die vielleicht in den 60ern, Anfang 60er, Ende 50er, vielleicht 70er, 80er gesettet sein könnte. Wobei 70er, 80er ist natürlich ein bisschen zu spät, wenn es um richtige Fahrpläne geht. 120 dürfen wir fahren. Es wird schon, wenn dann so eine Strecke, ja, so maximal Mitte 60er sein. Und da stellt sich dann die Frage, wenn überhaupt diese Strecke kommt, welche das sein wird. Keine Ahnung. Das ist ja alles Mögliche, käme da in Frage. Alles möglich, absolut alles. Die Frage ist halt eher, welche Dampflok kommen wird. Und die Frage ist auch, was hat Dresden-Chemnitz damit zu tun? Warum sollte Dresden-Chemnitz was damit zu tun haben? Ja, weil erwähnte Drehscheiben. Wieder ein Bahnübergang ohne Schranken. Ja, Dresden-Chemnitz, da kann auf jeden Fall in dem Ringlokschuppen bei Chemnitz in Realität die eine oder andere Dampflok bewundert werden. Unter anderem glaube ich eine Baureihe 82, meine ich. Aber nicht nur die, sondern auch die ein oder anderen weiteren Baureihen. Und das wäre auf jeden Fall eine Dampflok, die durchaus für den deutschen TSW-Bereich in Frage käme, weil die einerseits auf dieser historischen Strecke gut passen würde, andererseits könnte sie halt ein Layer hier auf dieser Strecke bekommen. Und auf den anderen Strecken ebenfalls so eine Art Museumsfahrt bekommen,
so wie es bei den britischen Strecken ja der Fall ist, ne? Die modernen britischen Strecken haben ja alle diese Rail-Tour-Layer, was dann meistens irgendwelche Diesel-Legenden aus den 70ern sind oder so, die man dann tatsächlich da auch mit diesen Mark I-Wagen oder auch anderen älteren Personenwagen dann auf der Strecke fahren kann, praktisch als so eine Art museumale Fahrt. Oh Mann, ah, schon wieder halt zu erwarten. So schnell runter auf unter 85, 95, 90, 85. Irgendwie hat unsere Lok so ein bisschen ihre Fahrmotorgeräusche gerade verloren, ne? Ah, schau an. Da, jetzt hat sie wieder ihren Fahrmotorsound wiedergefunden. Ja, passiert den besten Loks. Das wäre natürlich halt eben eine coole Sache, wenn wir tatsächlich dann diese Dampflok bekämen für den TSW, also deutsche Dampfloks. Und diese aber wiederum, hallo, schon wieder eine 204 mit Dostos. Interessant. Aber wir haben auch schon wieder Halt zu erwarten. In 2 Kilometern verrät mir ein Blick aufs HUD. Daher gebe ich jetzt gar nicht mal so viel Leistung. Ja, nee, in jedem Falle wäre es echt cool, wenn man dann zumindest halt auf den neuen deutschen Strecken wenigstens ein oder zwei Fahrten dann im Fahrplan drin hat, wo man mit dem Dampflokzug tatsächlich auch auf der Strecke hin und her brausen kann, ohne das selbst in einem Szenario machen zu müssen. So wie es eben bei diesen britischen Railtours der Fall ist. Und ich bin mir sicher, sowas wird kommen. Ich frage jetzt natürlich, ob bei irgendwelchen alten Strecken dann sowas noch nachträglich hineingepatcht wird. Dass die Vergangenheit zeigt, dass das eher selten der Fall ist. Das einzige Mal, wo ich mich jetzt wirklich daran erinnern kann, dass ein neuer Zug in eine alte Strecke hineingekommen ist, das war. Puh. Das war im Grunde genommen, glaube ich, bei Rapid Transit, wo ein paar KI-ICE-Fahrten hineingeladen worden sind, aber halt eben mehr auch nicht. Also klar, der Fahrplan wurde auch stark verändert, ne? Wir hatten viel mehr Fahrten auf dieser überarbeiteten Rapid Transit in diesem Fahrplan. Aber an sich passiert das eher selten, dass praktisch neue Züge in alte Fahrpläne noch hineinkommen. Da stellt sich die Frage, ob die vielleicht von Anfang an bei DTG darauf geachtet haben, hey, wir machen ja Dampfloks. Dann lass uns doch mal bei Dresden-Chemnitz auf jeden Fall irgendwie so einen Slot übrig lassen, wo wir dann mindestens eine Dampflok hier rein packen können. Ich gehe mal davon aus, dass sie das gemacht haben. Vielleicht tatsächlich auch schon bei älteren Fahrplänen, das wissen wir jetzt nicht. Vielleicht auch nicht. Oder wir kriegen halt tatsächlich nur ein Dampflok-Add-on. Also keine Strecke, sondern nur die Lok selbst als eine Art Lok-DLC für Dresden-Chemnitz. Wird sich ja wie gesagt anbieten aufgrund der Infrastruktur am Streckenrand. Aber das wäre natürlich weniger cool im Vergleich zu einer richtigen Strecke. Mit komplett eigenem Fahrplan und so. Das Krasse ist ja, dass ja bei der britischen Strecke zwei Dampfloks kommen. Und ein paar neue Güterwagen. Paar neue Güterwagen, das wäre auch ein Stichwort für deutsche Strecken wiederum. Haben wir schon seit längerem nicht mehr gesehen. Die letzten neuen Güterwagen, das war mit der Baureihe 363, die für Rosig Nord kamen. Das waren, glaube ich, diese Staubgutwagen, oder?
und die Ankündigung auf 90. Zum Glück kein Magnet verbaut. Dankeschön. Machen wir mit der E-Bremse. Wobei ich jetzt nicht von einem GPA abgeschossen werden möchte. Nehmen wir doch ein bisschen Zugbremse mit rein. Oh, wir haben halt zu erwarten. Also man ist hier gut beschäftigt, definitiv, definitiv. Jetzt muss man sich mal vorstellen, dass man das Ganze mit einer Dampflok macht in diesen Geschwindigkeiten, wo man ja gefühlt 1000 mehr Bewegungen und Abläufe drauf haben muss. Ich sehe es jetzt schon, das wird ein einziges Chaos. Ich hoffe mal, dass unser NPC jetzt nicht sterben kann, weil ich sehe es kommen. Bestimmt durch einen Feuerrückstoß oder so, oder ich bringe den Boiler zum Explodieren. Sie an. Zugbeeinflussung. Wir dürfen wieder auf Streckengeschwindigkeit. Schön auf jeden Fall, dass hier echt viel an Passagieren verbaut wurde, beziehungsweise halt eben hier die Rush-Hour-Passagiere auch mit dabei sind, sodass die Bahnsteige angemessen gefüllt sind, ich würde sogar fast sagen, unangemessen überfüllt sind. Okay, gut, wir sind jetzt schon so ein bisschen zu Rush-Hour-Zeiten unterwegs, alles klar, 7 Uhr morgens, ja, wobei es ist mittlerweile 8.20 Uhr, aber auf jedem kleinen Pupsbahnsteig eben nirgendwo in Hintertupfingen ist auch nicht immer extremst viel los. Ein schön weites Tal, ne? Eignet sich als Fotostelle echt gut. Wir sehen hier links an dem Display, dass hier auch schön die E-Bremse genommen wird. Die AFB bremst von alleine auf Zielgeschwindigkeit runter. Und die Ankündigung auf 80. Zugbeeinflussung. Ah, schau an, der Kollege im Railpool, in der Railpool 185
Was auch, Entschuldigung, was auch ganz schön zu sehen ist, ist, dass unterschiedliche Baumarten verwendet worden sind. Rechts sieht man, da gibt es auf jeden Fall Bäume mit helleren Baumstämmen. Dann haben wir aber auch, glaube ich, Nadelbäume mit den etwas, wobei das sind auch Laubbäume, ne? Mit den etwas dunkleren, brauneren Baumstämmen. Also auf jeden Fall vegetationsmäßig. Ich kann mir vorstellen, dass sogar diese hier, die Bäume mit den meisten Baumstämmen, dass die tatsächlich sogar neu sind. Ich weiß gar nicht, ob die auf Dresden-Riesa verbaut worden sind. Ah, schau an, wir dürfen 120 fahren. Schön diese weiten Täler. Und die Ankündigung auf 100. Herrlich, oder? Vorbei am nächsten Bahnsteig. Nämlich hier in Falkenau. Ah. Da. Der hat uns gerade abgeschossen. Ja, das passiert halt eben, wenn man tatsächlich außerhalb des Führerstands ein bisschen meint, mit der Kamera herumfliegen zu müssen, dann übersieht man mal. Die eine oder anderen quittierungsbedürftigen Signaltafeln und Lichtsignale. So, wir können uns befreien. Und auf die 100 hoch. Nee, gar nicht. 80. Nicht 100. Ab hier nämlich. Was ist denn für ein rotes Signal? Ach, hier ist noch ein Gleis. Ich dachte mir schon, wo ist das so ultra weit weg? Wo das Gleis wohl herkommt? Nicht elektrifiziert. Kleine Nebenbahn oder sowas. Na, gut möglich. So.
gehe mal davon aus, dass die Zwangsbremsung uns nicht großartig nach hinten geschmissen hat im Fahrplan, da wir hinter der Rampe ein bisschen fahrplanmäßig Luft haben und uns theoretisch ganz gut Zeit lassen können. Interessanterweise ist bei diesem Zuglauf hier, bei diesem Interregio, die Durchschnittsgeschwindigkeit auf der gesamten Strecke bei unter 80 km/h, ich glaube, es müssten 73 km/h gewesen sein, wenn ich das richtig gelesen habe. Hallo, lieber Fahrmotor. Also manchmal sitzen hier. Da. Manchmal setzen die Geräusche vom Fahrmotor aus. Dann muss man noch mal ganz kurz abschalten und wieder aufschalten. Und noch 9 km, aber wir haben gleich schon wieder einen Halt zu erwarten signalisiert. Also gehe ich schon mal runter mit der Leistung. Das ist eine Ankündigung auf 90. Quittieren. Okay, 1000 Hertz Magnet ist aus. Also gehen wir nicht runter auf unter 85, sondern bleiben direkt bei den 90. Und halt zu erwarten. Wird natürlich bestätigt und dann rollen wir mal auf das rote Signal zu. Ja, auch rechts wieder zwei Gleise, die nicht elektrifiziert sind. Also auch hier vielleicht irgendwie eine Nebenbahn oder so eine Art Abstellung. 100 km/h dürfen wir hier dann fahren. Fahren geradeaus weiter und das Signal ist tatsächlich grün. Also befreien wir uns Zugbeeinflussung. und schauen uns diesen Zug an. Da. Sehr gut. Und wir haben aber gleich schon wieder Halt zu erwarten. Also gehe ich mal jetzt sowieso nicht höher als 85. Wir scheinen wohl auf jeden Fall irgendjemandem hinterher zu fahren. Theoretisch ab hier, aber wir bleiben bei den 80. Können wir mal schauen, wie weit wir entfernt sind. Oh, das ist ein Signal, das. Glaube ich, quittieren müssen, oder? Nee, das war das Signal in Gegenrichtung. Genau, also hier sind wir und da vorne ist dann auch schon Chemnitz. Und das alles haben wir schon hinter uns. Ja. Und da haben wir auch schon wieder Halt zu erwarten. Wir rollen langsam. Drücken auf PZB wachsam. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Und bremsen.
Schön. Sehr schön hier. Okay, das Signal ist umgesprungen. Daher befreien wir uns wieder. Gehen wir wieder hoch auf unsere 80. Was mir hier bei der 101 ein bisschen fehlt, das ist bei der 101 im Train Simulator von Virtual Railroads mit drin. Wenn man nämlich bei der AFB die Geschwindigkeit einstellt, dann wird auch hier automatisch diese Geschwindigkeit in digitaler Form angezeigt und nicht nur analog hier mittels dieser Nadel. Bin ich mir nicht ganz sicher, was hier steht, wenn die LZB an ist, weil ich schon länger nicht mehr mit der 101 gefahren bin mit LZB. Aber da steht dann ja, da müsste ja dann da die Geschwindigkeit stehen. In der V-Ziel. Hier links auf jeden Fall viele Abstellgleise, oder ist das Schmalspur? Signal ist. Gucken wir uns dann doch nicht an. Schauen wir uns lieber den Zug hier an, die 185. PWZ. Denke ich mal. Sehr schön. Na, keine Schmalspur. Okay, das ist die Ankündigung auf 80, oder? Ja, wir fahren 85 gerade. Also bestätigen wir das. Und gehen mal runter auf die. Das war einer zu viel. Jetzt habe ich schon wieder das Problem mit den fehlenden Fahrmotoren. Fahrmotor-Sounds. Oder? Das ist gerade nicht. Na doch. Nee, irgendwie nicht so. Und hier dann die 80. Machen wir mal die Verriegelung hier auf. Und die Ankündigung auf 60. Na doch, da sind die Fahrmotoren. Und halt zu erwarten, wir sind in Chemnitz angekommen. Ich danke euch für diese ausreichend lange Fahrt, Mitfahrt. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Mir hat es in jedem Fall sehr viel Spaß gemacht. Links haben wir noch mal eine 185. Ja, und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid.
Wir stellen jetzt den Zug hier noch ab, aber ich wollte mich schon mal verabschieden. Und dann halten wir an. Haben wir keine Haartafel? Nö. Dann halten wir an und Türen links auf. Dann hätten wir da sein müssen um 43 und wir sind um 42 da. Meine Güte, überpünktlich. Haben wir noch rumstehen? Unser Chemnitz Hauptbahnhof noch gar nicht so recht angeguckt, ne? Da stehen einfach Autos. Können die hier reinfahren? Das war's. Gut, dann war's das. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Macht das gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.